Hey, schön, dass du wieder reinschaust. Heute habe ich dir ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich wie du deine Gesundheit erhalten kannst. Und zwar in drei einfachen Schritten. Wir beschäftigen uns heute mit der Salutogenese. Was es damit auf sich hat, wie du die in deinem Leben anwenden kannst, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß. Schön, dass du dran geblieben bist. Salutogenese und wie du deine Gesundheit erhältst. Ein wirklich spannendes Thema. Erstmals erforscht von dem israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky, der sich nämlich damit beschäftigt hat, was hält Menschen gesund? Und zwar ist er über eine ziemlich krasse Aktion drauf gekommen, nämlich er hat Menschen aus dem KZ untersucht, die das KZ überlebt haben, die daraus einigermaßen, wenn man das so sagen kann, unbeschadet rausgegangen sind und jetzt wieder ein glückliches, zufriedenes Leben leben können. Und demgegenüber, warum sind Menschen gestorben? Also jetzt nicht nur aufgrund des qualvollen Leids natürlich, was körperlich angeht, sondern auch psychisch. Und dann hat er irgendwann die Frage gestellt, okay, was hält die Menschen gesund? Und dann hat er sich mit drei Fragen beschäftigt. Wieso bleibe ich gesund? Welchen Sinn hat das Ganze? Und wie kann ich das für mich handhaben in meinem Leben? Das sind schon gleich die drei Fragen nach der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und dem Sinn des Ganzen. Wir machen das gleich an einem konkreten Beispiel, nur so viel vorneweg. Darum geht es in der sogenannten Salutogenese. Salu von Gesundheit und Genese von der Entstehung der Gesundheit, okay? Also wie gesagt, wir haben eigentlich immer nur diesen Blick auf die Pathogenese. Was stimmt noch nicht in unserem Leben? Was ist die Krankheit? Was wollen wir vermeiden? Und damit richten wir natürlich unseren Fokus auch immer in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich auf die Richtung, die nicht stimmt oder die verletzt ist. Aber häufig können wir uns vorher im eigentlich gesunden Zustand immer wieder die Frage stellen, was hält uns gesund? Und da gibt es, wie gesagt, drei Faktoren dafür. Und natürlich kannst du das erst in allererster Linie auf eine problematische Situation in deinem Leben anwenden. Das ist egal jetzt erstmal, ob das was ein körperliches Leiden ist oder ob das ein psychisches Leiden ist. Die drei Fragen kannst du immer darauf anwenden. Ich stelle sie dir nochmal ganz kurz vor. Ich stelle dir wieder so ein Dreieck vor und da hast du drei verschiedene, ich pin's hier gleich mal an der Seite an, drei verschiedene Faktoren, wie gesagt, die ein sogenanntes Kohärenzgefühl entstehen lassen. Kohärenz steht an der Stelle für ein Gefühl der Stimmigkeit. Das heißt, dieses Gefühl, in meinem Leben passt's gerade. Und das wird, wie gesagt, durch drei verschiedene Faktoren bestimmt. Der erste Faktor ist die Verstehbarkeit. Wie ist das Ganze passiert? Also, wir machen es einfach mal direkt an einem ganz konkreten Beispiel. Du hast dir einen Arm gebrochen. Du hast dir einen Arm gebrochen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf das Beispiel komme, aber vielleicht kannst du jedes andere Beispiel nehmen. Du hast dir gerade einen Arm gebrochen. Das erste ist die sogenannte Verstehbarkeit. Wie ist das passiert? Wie habe ich mir den Arm gebrochen? Was ist da passiert? Ich bin vom Fahrrad gefallen. Klingt jetzt erstmal simpel, aber die Antwort auf die Frage nach dem, warum ist das passiert oder wie ist das passiert, nicht warum, wie ist das passiert, hilft uns, das Ganze einzuordnen, hilft uns, das Ganze zu verstehen. Das heißt zum Beispiel, ich bin mit meinem Fahrrad vielleicht gerade in die Schienen geraten, hilft uns zu verstehen, warum wir hingefallen sind, warum wir uns den Arm gebrochen haben und löst in uns ein Gefühl von, okay, so ist das passiert, okay, ich verstehe das aus. Ja? Der erste wichtige Punkt innerhalb der Salutogenese, das, wieso ist das passiert oder wie ist das passiert. Der zweite wichtige Punkt ist die Handhabbarkeit. Ich muss mal überlegen, die Handhabbarkeit. Das heißt, kann ich das Ganze bewältigen? Wir bleiben beim Beispiel des gebrochenen Arms. Was machst du als erstes? Na klar, irgendwie, du gehst zum Arzt und du lässt dich, wenn es schlimm ist, vielleicht operieren oder vielleicht wird es auch nur einfach geschehen, weil es nicht ganz so schlimm ist. Aber du brauchst einen Weg, um wieder zurück zur Gesundheit zu kehren. In diesem Falle natürlich einen Arztbesuch. Das kann auf jedes Beispiel angewendet werden. Wir können da nochmal ein anderes durchgehen. Aber in diesem Fall wäre natürlich ein Arztbesuch angebracht. Es wäre angebracht, vielleicht liege ich auch noch gerade auf der Straße. Boah, wie komme ich denn jetzt zum Arzt? Kann ich noch telefonieren? Kann ich mein Handy benutzen? Also alles, was uns oder dir dabei hilft, das Ganze wieder zu handeln. Dass wir wieder das Gefühl haben, okay, wir haben die Kontrolle wieder über das Ganze. Ja? Die Handhabbarkeit. Und das Letzte, und das ist ein bisschen schwieriger, nämlich die Frage nach dem Sinn. Die Frage nach dem, warum passiert mir das? Und die Frage, die ist ein bisschen tricky, weil die kannst du nur für dich beantworten. Weil es kann sein, wenn du, stell dir mal vor, das war jetzt dein dritter Fahrradsturz in dieser Woche und beim dritten Mal hast du dir den Arm gebrochen. Und da besteht ja die berechtigte Frage, warum ich? Also warum passiert mir das?
Und das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt, um nochmal auf den Antonowski zurückzukehren, als er diese Untersuchung mit den Überlebenden aus dem KZ hatte. Nämlich die Frage, die sich stellen mussten: Hey, warum ist uns dieses Leid passiert? Warum mir? Und das ist wirklich eine Frage, die du nur ganz für dich individuell in der Stille, wenn du gläubig bist mit Gott oder ja, mit dir im Inneren klären kannst. Dir kann vielleicht jemand schlaue Fragen dazu stellen. Dich kann jemand darauf hinweisen, welchen Sinn das Ganze machen kann in deinem Leben. Aber der Groschen muss bei dir selbst fallen, bei der Frage nach dem, warum ich. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel von dem Fahrrad bleiben, dass du halt hingefallen bist, das dritte Mal in der Woche. Vielleicht will dich das Leben auf irgendetwas hinweisen, dass es mal Zeit ist, zur Ruhe zu kommen. Vielleicht sollst du gerade nicht die ganze Zeit draußen, ne, rumradeln und wie verrückt irgendwelchen Terminen hinterher hasten. Jetzt ist es vielleicht gerade mal Zeit, eine Pause einzulegen. Ja? Und wir nehmen mal noch ein anderes Beispiel: eine Steuernachzahlung. Kein Thema, was jemand gern hat, aber eine Steuernachzahlung. Wenn du gehst hier wieder die drei Punkte durch, ne? Wie ist das passiert? Ja, ganz einfach. Ich habe in diesem Monat zu viel verdient. Oder ja, ich habe meine Rechnung halt nicht richtig geschrieben. Oder. Also der Grund, wie es dazu gekommen ist, zu dieser Steuernachzahlung, kannst du mit einem Steuerberater besprechen. Der hilft dir, das Ganze aufzudröseln. Oder du rufst beim Finanzamt an. Okay? Dann wieder die Handhabbarkeit. Oh, 1000 Euro Steuernachzahlung, was soll ich tun? Nimmst du wieder deinen Finanzberater oder deinen Steuerberater und dann stellt dir einen Plan auf, was kannst du tun? Okay, also Schritt für Schritt, so und so kann ich die 1000 Euro jetzt wieder zurückzahlen. Gibt uns wieder mehr ein Stück Power, ein Stück Macht zurück, okay, über das, was uns da gerade passiert. Und dann das Letzte, warum ich? Warum muss ich jetzt diese Steuern nachzahlen? Welchen Sinn hat das Ganze für mein Leben? Ja, vielleicht hat das Ganze den Sinn, hey Mann, ich habe gesagt, ich will ein größeres Business fahren. Das heißt, es kann sein, dass ich mehr Geld einnehme. Heißt, es kann sein, dass ich mehr Steuern nachzahlen muss. Ja? Also der Sinn dessen, was es dir bringt, jetzt an der Stelle auch diese Steuernachzahlung machen zu müssen. Ja, wenn du das wieder einordnen kannst, ah ja, okay, cool. Das heißt, ich bin erfolgreicher geworden. Toll, ich darf Steuern nachzahlen. Was für ein Geschenk. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber im Endeffekt geht es genau darum. Okay? Das ist das Modell, was im Endeffekt den Weg oder die Entstehung zur Gesundheit ja beschreitet oder bekräftigt. Salutogenese. Kannst dir bei jedem deiner Themen, was du vielleicht gerade hast im Leben, immer wieder die drei Fragen stellen. Wie ist das passiert? Verstehbarkeit, was ist da gerade passiert? Kann ich es handeln? Handhabbarkeit? Und welchen Sinn hat das Ganze in meinem Leben? Wenn du auf diese drei Fragen eine Antwort hast, dann hast du eigentlich kein Problem. Okay? Probier es aus. Ich kann es dir nur empfehlen und wünsche dir jetzt einen schönen Tag beim Ausprobieren des Modells der Salutogenese. Mach's gut, hau rein. Ciao.